Ich hab vorhin gebeichtet. Ich habe mich zugegeben, dass in der Recherche ich quasi eure Seite gesehen habe und dachte, okay, das ist so die, soll ich das jetzt sagen, ohne dass es doof klingt, das kleine junge Büro mit den etwas so poppigeren Projekten. Und dann habe ich halt weitergeschaut, du weißt es nicht, ich habe ihm gebeichtet. Dann habe ich weitergeschaut und dachte, okay, total falscher Pfad, da steckt eine Menge an Tiefe und ziemlich interessanten Fragestellungen dahinter und auch diese Konstellation, glaube ich, zwischen euch beiden, ne? So du mit so einem tatsächlich auch eher so dem Datenhintergrund, du mit dem Designtheorie-Hintergrund, birgt ganz interessantes, vielleicht explosives Potenzial für spannende Projekte. Bitte. Hallo. Wir sind Jai, wir sind aus Basel. Wir sind ein kleines Büro von momentan 6 Leuten. Wir machen Projekte im kommerziellen Bereich, aber auch für Bundesämter und Entschuldigung, neu auch für den Public Health Bereich. Dieses Bild hat eine Kundin von uns gemacht, sie ist vom Schweizerischen Tropeninstitut, mit denen wir aktuell gerade zusammenarbeiten, weil sie war eigentlich ziemlich verwundert, dass wir jetzt so, obwohl wir digitale Sachen sehr gerne mögen, so analog im Team zusammenarbeiten am Tisch. Und ich muss vielleicht dazu sagen, dass wir, obwohl wir viele digitale Sachen machen, eigentlich sehr oft analog anfangen. Ah, danke, hallo. Also, wir haben uns überlegt, was zeigen wir in 10 Minuten, und wir haben uns entschieden, wir zeigen eigentlich so eine schöne kleine Geschichte, die uns eigentlich verändert hat. Wir sind seit 7 Jahren, existieren wir, und eigentlich gibt es eine Sache, die kennen wahrscheinlich alle hier in Deutschland, und das ist Otto Neurath. Das ist ein Auszug aus einem Atlas, das ist der sogenannte Wirtschafts- und Gesellschaftsatlas von 1930. Und diese Grafik hat eigentlich jetzt nicht die speziell, aber diese Art der Darstellung fand, sagen wir mal, ich 2007 noch, das ist ein bisschen länger her, sehr inspirierend, und ich würde sie halt heute, in heutigen Kontext ein bisschen als eine Infografik bezeichnen. Wir sind jetzt in Infographic Stream. Und jetzt kommt es ein bisschen so zu dem Punkt, wie bei uns eigentlich alles damit begann, die Beschäftigung mit den Daten. Wir haben uns komplett als junges Team zusammengestellt und haben angefangen zu überlegen, was bieten wir eigentlich an. Und dann kam zum perfekten Zeitpunkt die Ausschreibung von der Stiftung Bauhaus in Dessau und ARC Plus zum Thema Out of Balance. Das heißt Gesellschaft in Ungleichheit. Bewertet wurde das Ganze thematisch, also quasi welches Thema nehmt ihr, welche Daten nehmt ihr und wie stellt ihr es dar? Und wir haben gedacht, das ist perfekt, wir wollen genau das machen. Der erste wichtige Punkt dazu war, okay, was ist denn eigentlich gesellschaftlich relevant? Oder? Man kann über Umwelt reden, man kann reden über Brain Drain, also quasi wie fließt das Geld in der Welt und so weiter. Und nach 3 Monaten, also wir haben viel auch gestritten, nach 3 Monaten kommt dann eine Person im Team mit einer Broschüre, die hier zu sehen ist, Preise und Löhne von der UBS. Und wie manche wissen, auch vom Journalismus her, UBS ist nicht so die beste Datenquelle. Das ist eine der größten Banken in der Schweiz. Und wir haben gesagt, du bist verrückt. Ich glaube, wir sollten nicht mit dem zu einem Wettbewerb antreten. Und dann haben wir da ein bisschen reingeschaut. Und wir haben seitenweise zu 72 Metropolen Tabellen gefunden mit wahnsinnig interessanten Daten, wo Leute befragt wurden, wie viel zahlst du für das Busticket in Mexiko, wie viel zahlst du in Manila, wie viel in Zürich. Und wir haben gedacht, das sind super Daten. Das zeigt eigentlich ganz vieles, wo die Gesellschaft in Ungleichheit ist. Der nächste Schritt ist, wir haben mit der UBS geredet. Es hat 2 Wochen gedauert, bis wir die Rohdaten bekommen.
die Rohdaten bekommen haben, liegt auch daran, dass sie sich nicht sicher waren, wie gut ist diese Datenquelle und sollten wir das wirklich bearbeiten. Wir haben das in Excel, wir haben versucht Excel zu hacken, das ist eigentlich nur ein Auszug dessen, dann haben wir gewechselt und wir sind zu Tableau und dieser untere Teil, der zeigt eigentlich so das ultralange Balkendiagramm, das kriegt man mit Excel nicht hin und es zeigt so Ausschläge und diese Ausschläge waren für uns interessant. Das waren diejenigen, wo wir gesagt haben, okay, hier haben wir vielleicht eine Story. Das heißt, wir haben Tableau dazu verwendet, dass wir uns an die Themen herannähern. Der Grund, weshalb wir uns an die Themen herannähern mussten, ist, dass die Eingabe waren 3 Printplakate A2. Das heißt, da gibt es gar nicht so viel Freiraum, wir konnten nichts Klickbares machen. Wir mussten uns wirklich einschränken und reduzieren und sagen, okay, was sind die 3 Themen, die wir zeigen wollen? Und dann kamen wir zu dem, also man kann im Tableau auch mit so Punkten und Dots Diagramme erstellen und wir haben uns gedacht, irgendwie ist dieser Dot ist etwas Schönes, so vielleicht nicht das Beste, so mit der Skala, aber wir könnten damit weiterarbeiten. Was wir gemacht haben, das ist jetzt der Legende, das ist der Auszug vom ersten Plakat. Wir haben uns für 3 Farben entschieden. Finanzanalyst braun, Ingenieur grün, Lehrer blau, Automechaniker rot, Arbeiter gelb. Die sind standardisiert in der gesamten Studie von der UBS und wir haben uns gedacht, schauen wir uns deren Einkommen mal an. Jetzt, alle kennen das von der Schule, die Einkommensschere. Und wir haben uns gedacht, okay, wie konstruiert man eigentlich eine Einkommensschere? Also haben wir uns dann gedacht, okay, dann, das könnten wir doch eigentlich ein bisschen hacken und wir haben diese Punkte auf einer Skala aufgetragen. Wir haben immer die gleiche Breite genommen, den höchsten Punkt, und das ist meistens der Finanzanalyst, und den niedrigsten Punkt, das ist meistens der ungelernte Arbeiter, haben wir durch 2 geteilt, daraus ein Dreieck gemacht und voilà, wir haben die Öffnung einer Einkommensschere. Das haben wir dann weitergeführt, diese Methode, und haben das ist jetzt die Übersicht, für 20 Städte angeschaut. Und man sieht eigentlich an der Positionierung der Höhe, wo die Schere anfängt und wie stark sie offen ist, wie stark eigentlich ein staatlich angestellter Lehrer, der eigentlich immer das Gleiche macht, wo quasi was für ein Unterschied entsteht, wo man jeweils geboren ist. Wir haben das weitergeführt, das Prinzip, also so sieht das fertige Plakat aus, Titel, kurzer Teaser, Detailansicht, unten Übersicht, Legende. Das haben wir auch gemacht bei der zweiten Story. Wir haben das aufgeschlüsselt und haben gesagt, okay, was beschränkt die Menschen? Und das ist zum Beispiel, wie viel kostet ein Warenkorb aus Elektronik und Haushaltsgeräten? Oder eine unmöblierte 3-Zimmer-Wohnung. Das heißt, wir haben das jetzt weitergeführt. Wir haben da gesagt, jetzt ist ein Bubble, sind jeweils 200 Euro. Wir staffeln das auf und siehe da, jetzt schauen wir wieder die gleichen Löhne, gleichen Leute, gleichen Kategorien und wir machen die sogenannten Beschränkungslinien und man sieht, ich weiß nicht, ob das jetzt gut zu sehen ist, aber der Elektronik-Haushaltsgeräte-Warenkorb in Jakarta ist eigentlich für alle Berufsgruppen ziemlich unerreichbar. Genauso wie man auf der anderen Seite sieht, Manhattan, eine unmöblierte 3-Zimmer-Wohnung, ist für nur 2 Berufsgruppen leistbar, aber das wäre auch, dass sie wirklich ziemlich viel von ihrem Gehalt ausgeben. Und so weiter, das war das zweite Plakat. Beim dritten Plakat ging es darum, dass wir uns angeschaut haben, was würde passieren, wenn ein Arbeiter sein gesamtes Gehalt ausgibt, lokal, für den Preis von Reis, Big Mac und Brot. Wie viel Kilo könnte ich mir leisten, würde ich nur Brot kaufen bei mir zu Hause? Dann haben wir das weitergeführt und dadurch entstand dann eigentlich, das kann man sich alles auch online anschauen, wir sind ein bisschen im Zeitdruck, entstand eine Grafik, wo man gesehen hat, okay, das ist auch noch ziemlich krass, weil das ist wirklich, hier kommt der Schluss, es ist wie ein Glücksrad, an dem gedreht wird und quasi, was sagt das Schicksal, wo werde ich geboren? Und das Glücksrad ist nicht mal gleich verteilt und je nachdem, in was für Familienverhältnisse und wo ich geboren werde, habe ich Möglichkeiten überhaupt in dieser Imbalance Geld zu verdienen oder Dots in diesem Sinne. Und so haben wir dann uns vorgestellt, dass man eine Ausstellung auch machen kann. Was uns auch immer wichtig ist in unserer Arbeit, ist, dass es eine gewisse Interaktion mit dem Publikum oder mit dem User gibt.
Wir waren eingeladen für eine Grafikausstellung und wir haben gedacht, es ist ein bisschen langweilig, wenn wir da einfach Ausdrucke von unseren Arbeiten hinlegen. Also haben wir gedacht, wie können wir da ein bisschen mehr Interaktion reinbringen. Wir haben dann wieder mit den Punkten gearbeitet und uns gesagt, ja, warum? Also es war für professionelle Designer, für Designstudenten oder auch andere Interessierte. Die haben dann jeweils eine unterschiedliche Farbe zugeordnet bekommen und konnten dann in der Ausstellung in verschiedenen Parametern sich selber positionieren. Die Parameter waren jetzt nicht so extrem seriös, sondern eigentlich mehr lustig. Und wir wollten eigentlich einfach mal schauen, was passiert, ob die Leute das überhaupt mitmachen und ob wir daraus was lesen können. Und die Parameter sind zum Beispiel, oben rechts bin ich eher ein Katze- oder Hundeliebhaber und mag ich eher analog oder digital. Unten rechts dann mag ich mehr Farbe oder Schwarz-Weiß und bin ich ein Nachtmensch oder ein Tagmensch. Oder esse ich lieber Fleisch oder Gemüse oder habe ich lieber Sans-Serif oder Serifenfonds. Also Sachen, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Es war mehr auch so eine Pausenidee, aber wir fanden dann, ja, warum nicht mal probieren. Danke. Wir haben das dann analysiert, machen ein bisschen schneller, geschaut, wo es Häufungen gibt und haben dann so eine Auswertung gemacht. Also man kann diese Methode natürlich auch wirklich seriös anwenden, aber wir fanden es mal lustig auch so und haben dann herausgefunden, dass die professionellen Designer eher Katzenleute sind und die eigentlich lieber digital mit Sans Serif arbeiten und die Studenten sind Nachteulen, die lieber Hunde mögen und auch Sans Serif Fonts. Ah ja. Ganz kurz noch eine ganz andere Art, wie man auch diese Dots verwenden kann, und zwar in einer Illustration und 3D. Wir haben für das Bundesamt für Landwirtschaft über den Eiermarkt in der Schweiz eine Grafik machen können. Und da haben wir dann das so gemacht, dass ein Ei steht für 1 Million Eier und eine Schachtel mit 25 für 25 Millionen Eier. Wir haben dann so einzelne Inseln gestaltet, wo man dann die Gesamtmenge zum Beispiel von der Produktion sehen kann, aber auch so, welche sind Bodenhaltung, welche sind Bier und so weiter. Das ist auch für Händler gedacht, diese Information, deswegen ist es auch ziemlich detailliert. Das Ganze hat dann so ausgesehen. Genau, also die Eier oder dreidimensional sind auch insofern Dots. Und für uns wurde es halt wirklich ein Stil der Reduktion auf das Wesentliche und quasi jeder Punkt auf der Grafik zählt für uns. Zuerst nannte sich das natürlich Bildstatistik, dann die Isotype, die standardisierte. Wir haben dann irgendwann über Bubblecharts geredet. Dann haben wir gemerkt, das ist eigentlich eine Philosophie der zählbaren Diagramme. Wir arbeiten gegen Flächen, so quasi Countable Diagram Types. Und jetzt sind wir irgendwie dabei zu denken, ja okay, das Wort Diagramm ist ja die Verbindung von zwei Punkten. Eigentlich reden wir hier eher über ein Metrogramm, also wie ein Metronom, das Zählen und Zählbarkeit. Wir sind noch ein bisschen dabei. Anyways, Theorie, was wir noch zusätzlich gemacht haben, das sind die zwei letzten Sachen. Wir haben seit 2 Jahren, haben wir auch ein Lab bei uns. Wir haben auch ein Tool entwickelt, das heißt so ein Charting-Tool, dass du genau solche Diagramme erstellen kannst. Und wirklich die Premiere, muss ich jetzt sagen, hier ist, wir haben uns angestrengt im Rahmen von diesen Talk. Wir sind seit einigen Zeit dran, weil wir fanden das wirklich spannend und dachten uns, das sollte man auch mehr sehen. Wir haben das gesamte Atlas von Otto Neurath von 1930 neu gezeichnet. 100 Seiten, über 300 Icons. Das ist alles vektorisiert. Es ist natürlich abgesprochen mit dem Wirtschaftsmuseum in Wien. Und wir sind heute soweit, wir haben es gestern gedruckt, wir haben die 100 Seiten neu. Und es sind ganz neue Möglichkeiten, wir werden dazu eine Webseite haben, die ganzen Icon-Sets, jeder Studenten, Nicht-Studenten sind damit angehalten, damit zu arbeiten, das wird ein bisschen ein neuer Weg für uns. Merci. Ja, vielen Dank.
Du hast eben gerade das Stichwort gegeben, Studenten. Ich würde von dir mal gerne wissen, ihr habt ja auch eben sehr jung, so wie ich auch mal, angefangen, ein Studio zu gründen. Jetzt sind es 5 Leute, habt ihr erzählt. Direkt aus dem Studium, so wie mir es vorhin, glaube ich, auch erzählt hat, habt ihr angefangen. Was sind da eure Erfahrungen oder was könnt ihr jungen Studenten, die wahrscheinlich auch hier unter dem Publikum sind, mitgeben, wie man sowas startet? Macht man es einfach oder gibt es da einen Plan oder gibt es vielleicht auch Rückschläge? Ja, ich glaube, Selbstvertrauen ist das Wort. Ich glaube, das haben wir vielleicht ein bisschen, wir waren sehr zögerlich. Wir waren nicht sicher, gibt es, also vor jetzt so gut 8 Jahren, gibt es wirklich einen Markt? Kann man Kunden akquirieren? Können wir davon überleben? Wir haben angefangen natürlich mit, wir hatten eine an der Fachhochschule, noch weiter als Assistenten, als wissenschaftliche Mitarbeiter gearbeitet. So haben wir uns finanziert und dann versucht wirklich Schritt für Schritt die Kunden zu gewinnen. Ja, aber ich würde sagen, auf jeden Fall wirklich auch versuchen, für Nischen einzustehen und das durchzuziehen, auch wenn das noch nicht viele andere machen. Einfach mal probieren, weil man weiß nie, was sich weiterentwickelt. Für die eigenen Ideen einstehen und nicht kopieren, was die anderen machen. Das sah man hier auch eben, ne, dass ihr auch viel Leidenschaft habt für gewisse Themen und die auch euch selber erarbeitet habt. Genau. Ihr habt vorhin noch gesagt, dass ihr jetzt auch im Gesundheitsbereich arbeitet und also es gibt so ein paar, ich weiß nicht, ob das, wie viel man davon erzählen kann, aber ein paar sehr glamouröse Kunden fast, kann man sagen. Vielleicht könnt ihr noch ein bisschen erzählen, woran ihr gerade arbeitet. Also aktuell haben wir 5 Projekte offen. Eins ist für die Raiffeisen-Gruppe, also in der Schweiz. Das ist ein anspruchsvolles Projekt, weil wir arbeiten direkt mit der, ich sage Achtung, mit der Business Intelligence Abteilung. Das heißt, das sind eigentlich Experten für Daten. Und dann kommen wir und wir sagen, aber wir wissen es noch vielleicht ein bisschen besser, wie man sowas darstellen könnte. Genau, also Raiffeisen, aber eben von diesen einen ist eins wirklich jetzt interessant, das ist die Melinda und Bill Gates Foundation und es geht um die, es geht um 3 sehr arme Länder in Afrika, also es geht um Mosambik, die Elfenbeinküste und Nigeria, teilweise arm, teilweise sehr reich und um die sogenannten Rural Areas und wie können wir als Designer dort helfen, in den Health Facilities, das heißt, da geht es wirklich um die medizinische Krankenakte, wie können wir die insofern vereinfachen und verbessern, sodass mehr oder weniger ein besseres, eine Entscheidungsgrundlage da ist, basierend auf Design, für Medizin. Weil das ist meistens ein bisschen ein Problem. Ja. Das ist sehr beachtlich, finde ich. Das ist im Grunde so der Schritt von der Infografik fast in Richtung Interface, ne? Also so eine Funktionalität dazu kommt. Mhm. Und das ist eben mit diesen ganzen auch schweren Themen, mit denen wir uns zum Teil beschäftigen, aber halt auch Teil, nicht nur Teil der Dokumentation ist, sondern auch ein Teil der Lösung sein kann, indem es halt zu einem Werkzeug wird, wie du es gerade gesagt hast, was einem dabei hilft, auch vielleicht vor Ort in der Krisensituation Entscheidungen zu treffen. Mhm. Super. Herzlichen Dank. Danke. So, back to